Heute sprechen wir darüber, was Sie alles prüfen sollten, bevor Sie Bauland erwerben. Wir haben das die Tage der Fallstricke genannt. Falls Sie das Video interessiert, sehen Sie es sich bis zu Ende an. Wir werden über die Themen Dokumentation, Baubedingungen, Form der Parzelle, geodätische Vermessung und Zufahrt sprechen, sowie darüber, wer Eigentümer der Straße ist, über die famose Straßenverwaltung, das Recht auf die Verlegung von Leitungen und den Anschluss an die Wasser-, Strom-, Kanalisationsinfrastruktur und so weiter. Sollte Sie das alles interessieren, sehen Sie sich das ganze Video an, es wird sich lohnen. Das Erste und Wichtigste ist die Vollständigkeit der Dokumentation des zu verkaufenden Grundstücks. An erster Stelle steht also die Eigentumsurkunde, ein Dokument, das den Eigentümer ausweist. Das bedeutet, dass sich alle Verkäufer des Grundstücks in Bezug auf den Verkauf einig sein müssen, falls es sich nicht um einen einzelnen Eigentümer handelt. Auf der anderen Seite gibt es noch den Eigentumstitel. Oft bringen die Leute das durcheinander. Gibt es also keine Eigentumsurkunde, ist der Eigentumstitel eigentlich kein Nachweis, dass Sie der Eigentümer sind. Und das ist ein Dokument, das Angaben zu Eigentümer, Nutzungsart und Fläche enthält, sowie eine Beschreibung des Objekts, auf dem sich die Einheit befindet. Der Grundbuchauszug natürlich, damit Sie die Form der Parzelle sehen, die Sie kaufen. Die informelle Version können Sie über das Geoportal herunterladen oder wenn Sie zum Beispiel unterwegs sind, bestimmt eine App auf dem Handy genau die Position der Parzelle, die Sie sich ansehen. Das ist ein hervorragendes Hilfsmittel, weil Sie die Breite und Länge der Parzelle messen können und die Entfernung zur Infrastruktur. Dazu kommen wir später noch. Der vierte Punkt ist die Grundstücksinformation. Sie ist in mehrerlei Hinsicht wichtig. Hier steht, wie derzeit die Stadtplanung und Landschaftsgestaltung aussieht, was für Korridore in der Betrachtung einer bestimmten Straßenkategorie vorhanden sind, ob das Grundstück gepflegt ist oder nicht, obwohl das auch täuschen kann, ob es sich innerhalb einer Naturschutzzone befindet und so weiter. Das ist also der erste Schritt. Der dritte Punkt ist die Bescheinigung über den Nutzungszweck. Die meisten werden stutzig, wenn auf der Eigentumsurkunde zum Beispiel Weide als Grundstücksart steht. Und auf der Eigentumsurkunde wird nie stehen, dass es sich um Bauland handelt. Um das zu erfahren, müssen Sie die Grundstücksinformation oder die Bescheinigung über den Nutzungszweck bei der lokalen Stadtplanungsbehörde beantragen. Wie Sie Eigentumsurkunde und Eigentumstitel erhalten, oben haben wir ein Video für Sie bereitgestellt, um das zu erklären. Der Antrag auf die Zustellung der Grundstücksinformation wird elektronisch gestellt über eine E-Genehmigung oder bei einer zuständigen Bau- oder Raumplanungsbehörde. Zweitens, was sind die Baubedingungen? Also prüfen Sie die Baubedingungen unbedingt, ob Sie auf dem Grundstück, das Sie erwerben, überhaupt das bauen können, für das Sie es kaufen bzw. kaufen wollen. Der erste Schritt sind also die Grundstücksinformationen. Mein Rat ist aber, unbedingt lokale Architekten zu kontaktieren. Beauftragen Sie sie mit der Analyse des Grundstücks, um von ihnen zu erfahren, ob das, was sie sich vorstellen, überhaupt möglich ist. Sie werden sehen, das ist sehr wichtig und wegen den ganzen Fallen, die danach noch kommen, denke ich, dass Architekten eine große Rolle spielen. Bitten Sie sie also, all das zu prüfen. Die zweite wichtige Sache ist, dass Sie lokale Beamte zu Rate ziehen. Es gab Situationen, in denen ein Beamter in einer Gemeinde eines sagt, ein anderer interpretiert das aber anders. Oder sogar in der gleichen Gemeinde, ein Beamter stellt die Genehmigung aus, der andere interpretiert anders und erteilt für das gleiche Grundstück keine Genehmigung. Prüfen Sie also doppelt. Der dritte Punkt ist, ob die Form der Parzelle Ihren Plänen entspricht. Das Verhältnis zwischen Breite und Länge des Baugrundstücks, die Proportion der Grünfläche, die Entfernung von den Nachbarn und andere Bedingungen sind alle im Raumordnungsplan der kommunalen Selbstverwaltung aufgeführt. Planen Sie zum Beispiel den Bau eines Mehrfamilienhauses, müssen Sie wissen, ob das Verhältnis von Länge und Breite solch ein Gebäude ermöglicht. Sollte das nicht der Fall sein, können Sie so ein Gebäude nicht bauen. Um das dann doch zu ermöglichen, müsste ein Teil der Parzelle bei, sagen wir, der Bildung der Bauparzelle entfernt werden. In dem Fall kann es aber passieren, dass Sie nicht mehr genug Quadratmeter für diesen Bau haben. Also können Sie auf dem Grundstück dann einfach kein Mehrfamilien, sondern nur ein Einfamilienhaus bauen und so weiter. Prüfen Sie also, ob die Form der Parzelle Ihren Vorstellungen entspricht. Der vierte Punkt ist die geodätische Vermessung. Also meiner Erfahrung nach sollte man das Grundstück vor dem Kauf geodätisch vermessen lassen, und zwar aus mehreren Gründen. Es kann passieren, dass auf der Eigentumsurkunde eine Quadratur steht,
die Vermessung aber weniger ergibt. Dann haben Sie ein Problem. Die Frage ist, welchen Preis Sie zahlen, und manche Gemeinden geben auch eine minimale Fläche für den Bau vor. Was dann? Es ist deshalb gut, die geodätische Vermessung zu definieren, einfach auch wegen den Nachbarn. Wir kennen viele Geschichten zu Grenzen zum Nachbarsgrundstück. Diese Situation kann immer kompliziert werden und Sie können damit einfach Quadrate und Nerven verlieren. Es kann sogar passieren, dass der ganze Prozess der Erlangung einer Genehmigung behindert wird. Wenn Sie also ein Grundstück kaufen, beauftragen Sie unbedingt jemanden, vielleicht am besten den Verkäufer, einen Geodäten zu engagieren und sicherzustellen, dass alle Grenzen zu den Nachbarsgrundstücken definiert sind. Dann können Sie da entspannt sein. Ist das Elaborat einmal von allen Parteien unterschrieben, können Sie weitersehen. Bis dahin rate ich Ihnen aber, die geodätische Vermessung vorzunehmen. Was ist mit der Zufahrt zum Grundstück? Das ist eine unausweichliche Frage. Wenn Sie ein Grundstück kaufen, wird dieses zu Ihrem Eigentum. Was ist aber mit den Plänen der Gemeinde? Gibt es ein neues Stadtplanungsschema? Entspricht die Breite der Straße der Art von Immobilie, die Sie bauen möchten? Was macht die Antworten auf diese Fragen so wichtig? Eine Straßenbreite ist für ein Einfamilienhaus vorgeschrieben, eine andere für zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus. Es gab Fälle, in denen ein Nachbar keinen Millimeter von seinem Grundstück für eine Erweiterung der Straße hergeben wollte. Ich meine, gesetzlich wird er dazu gezwungen, aber das ist ein langer Weg zur Lösung. Prüfen Sie also unbedingt, wer Eigentümer ist und wie es um die Zufahrt steht. Sechstens, wem gehört die Straße, die zu Ihrem Grundstück führt? Nachdem Sie geprüft haben, wem das Grundstück gehört, das Sie kaufen, prüfen Sie, wem die Straße gehört, die dorthin führt. Gehört die Straße zum Beispiel Privatpersonen? Brauchen Sie die Information, ob tatsächlich ein Durchgangsrecht eingetragen ist und inwieweit dieses dem Grundstück gilt, das Sie erwerben möchten? Eigentlich müssen Sie die Eigentümer die ganze Straße entlang prüfen, ganz bis zur nächsten Hauptstraße, denn die Straße kann auf mehrere Parzellen aufgeteilt sein, das heißt auf mehrere Katastereinheiten. Daher wollen Sie sicher sein, dass Ihnen in Zukunft niemand die Straße blockiert oder Sie besticht, wie das leider schon der Fall war. Leider gibt es in Istrien viele Straßen von unbekannten Personen. Es handelt sich um Flüchtlinge, die 1947 Istrien verlassen haben. In dem Fall kann man einfach keinen Kontakt aufnehmen und die Straße kann lediglich als nicht zugeordnete Straße kategorisiert werden. Das sind die Straßen, die seit 2011 auf den Orthofotokarten zu sehen sind. Diese können Sie über die Gemeinde Geodätische Elaborate und den Gemeinderat eintragen lassen. Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, müssen Sie über die Gemeinde ein Stadtplanungsschema erstellen lassen, um legalen Zugang zu Ihrem Objekt zu erlangen. Sie müssen außerdem auch auf die Ausführung der Straße achten, denn die meisten Beamten berücksichtigen das. Zum Beispiel muss vor Ausstellung der Nutzungsgenehmigung und manchmal, glaube ich, auch bei der Baugenehmigung wenigstens ein Schotterweg vorhanden sein. Auch wenn sie an eine asphaltierte Straße angrenzt, ist es wichtig zu wissen, ob die Zufahrt zur Immobilie geregelt ist. Daran sollten Sie also auch denken. Manchmal gehört die Straße auch einer höheren Kategorie an und der Aufsichtsbeamte wird Ihnen einen Anschluss an die Straße nicht genehmigen. Das sind die berühmt-berüchtigten Bezirksstraßen oder staatliche Straßen. In dem Fall wird eine Alternative gesucht. Das ist aber wieder ein langwieriger Prozess. Das ist also die famose Straßenverwaltung. Ach, ich habe noch vergessen zu erwähnen, wenn die Straße einer Privatperson gehört und Sie das Grundstück kaufen, ist es schon passiert, dass die Leute auf die Idee gekommen sind, zusätzlich Geld zu verdienen. Die Gemeinde wird Ihnen also keine Genehmigung erteilen, wenn Sie nicht über ein eingetragenes Durchgangsrecht für den Weg zu Ihrem Objekt verfügen. So haben dann die glücklichen Eigentümer der Straße schöne Sümmchen verlangt, um dieses eintragen zu lassen. Prüfen Sie das also genau. Der achte Punkt ist das Recht auf die Verlegung von Leitungen. Was das angeht, bin ich vor langer Zeit durchgefallen.
Es handelte sich um eine Straße mit Privatperson als Eigentümer. Das Energieunternehmen HEP beschloss damals, dass eine Genehmigung für die Verlegung von Leitungen an der Straße nötig sei, die in der Eigentumsurkunde eingetragen sein müsse. Der Eigentümer war damals natürlich mein Bekannter, der mich dann einfach erpresst hat, und das Vergnügen hat mich ungefähr 25.000 Kuna gekostet. Neben dem Durchgangsrecht ist es daher wichtig zu wissen, ob in der Eigentumsurkunde das Recht auf die Verlegung und Wartung von Leitungen für Ihr Objekt vermerkt ist. Ist das nicht der Fall, können Sie keinen Wasser-, Strom- und Kanalisationsanschluss mehr bekommen und so weiter. Prüfen Sie daher unbedingt, ob das eingetragen ist, und zwar über die ganze Entfernung von Ihrem Objekt bis zum Hauptanschluss an Wasser, Strom oder Kanalisation. In manchen Gemeinden ist die Lage aber wie folgt: Ist die Wasserinfrastruktur nicht in der Nähe des anzuschließenden Objekts, muss die Straße nach der neuen Vorschrift Eigentum der Gemeinde der RH sein. Diese Eigentümer lassen also keinen Eintrag des Durchgangsrechts zu. Da gibt es erst recht Probleme. Profitieren die Eigentümer der Straße nicht? Verlangen sie den Abkauf der Straße von der Gemeinde? Die Gemeinde hat in dem Moment kein Geld oder es ist einfach keine Priorität, und so beginnt ein Teufelskreis. Prüfen Sie das also auch. Neuntens, was ist mit dem Anschluss an das Wasserversorgungsnetz? Es ist gut zu wissen, wo der Hauptanschluss an das Wasserversorgungsnetz liegt. Ist das Grundstück weiter als 30 oder 50 Meter vom Hauptanschluss entfernt, können Sie abhängig von der Gemeinde keinen dauerhaften Anschluss erhalten, sondern lediglich einen vorübergehenden. Für einen temporären Anschluss darf die Messuhr höchstens 30 Meter von der Hauptstation entfernt sein, in manchen Gemeinden auch 50. Das heißt, Sie müssen die Messuhr irgendwo anders anbringen, nicht an Ihrer eigenen Wand. Naja, und um die Messuhr dann an dieser anderen Wand anzubringen, müssen Sie wieder eine Einwilligung vom Eigentümer des entsprechenden Objekts erhalten. Handelt es sich um eine Privatperson, müssen Sie eine notariell beglaubigte Einwilligung haben. Manche Gemeinden erlauben auch einfach nicht, zum Beispiel einen Wasserzählerschacht auf der Straße anzubringen, sondern er muss sich in der Wand befinden. Und der 10. Punkt, Strom. Unser Energieunternehmen HEP. Heute kann ich mit Recht sagen, Sie sind ein Glückspilz, wenn Sie einen heißen Draht ins HEP haben. Ja, das HEP ist, ich denke, das Schwierigste in Bezug auf das HEP ist zu erfahren, wie es um den Strom bestellt ist. Es sieht nämlich folgendermaßen aus. Die meisten denken, sie haben automatisch Strom, wenn der Nachbar der Parzelle auch welchen hat. Da sind sie komplett falsch informiert, das bedeutet gar nichts. Sie können die Rückmeldung erhalten, dass sie einfach nicht genug Kilowatt haben. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren meinem Freund Alex dieses Grundstück verkauft habe. Und als wir uns erkundigt haben, gab es genug Kilowatt. Als er nach 2 Jahren aber die Statusinformationen verlangt hat, hat er erfahren, dass es an diesem Ort nicht mehr genug Kilowatt gibt und er zahlen muss. Ich glaube, die Finanzierung der Einrichtung der Trafostation hat ungefähr 50.000 Euro gekostet. Sonst, wenn man den legalen, Entschuldigung, normalen Weg geht, kostet der Anschluss für so ein Haus ungefähr 3.000 Euro. Tja, so ist es, unser HEP. Und vor allem, wie erfährt man sowas? Keinesfalls auf legalem Wege, nur über Beziehungen. Denn um die Statusinformationen zum Anschluss zu erhalten, die Sie sonst für den Erhalt der Genehmigung beantragen, müssen Sie laut HEP, also nach deren Regeln, zuerst das Grundstück kaufen, den Geodäten und Architekten bezahlen, den konzeptuellen Entwurf ausarbeiten, und erst dann erhalten Sie die Anschlussinformationen und erfahren, ob Sie Strom bekommen oder nicht. Es gibt schon Wege, das zu erfahren, aber das darf ich nicht öffentlich sagen. Die zweite Option ist, Solarzellen, Batterien und ein Fahrrad mit Dynamo zu kaufen und fleißig in die Pedale zu treten. Und schon haben Sie Strom. Denn wirklich mit dem HEP, da kaufen Sie ein Grundstück, das keinen Strom hat, das bringt Ihnen dann einfach gar nichts. Der 11. Punkt ist, was, wenn Leitungen über das Grundstück führen? Ich erinnere mich an einen meiner Nachbarn, Petko, der mir ins Telefon geschrien hat, buddel hier bloß nicht, hier verläuft es. Ich glaube, es war das optische Kabel für den optischen Knoten. Ja, genau. Was ist passiert? In der Eigentumsurkunde war kein Durchgangsrecht verzeichnet. Wir wussten das nicht. Die Bagger haben angefangen zu graben und dann ich habe ein optisches Kabel da. Es gibt also auch Leitungen, die auf der Eigentumsurkunde nicht
als Eintragung oder Beeinträchtigung des Durchgangs sichtbar sind. Aber selbst wenn es eingetragen ist, haben Sie ein anderes Problem. Dann haben Sie das Problem, dass es nicht stimmt. Ich rate Ihnen also, sollte die Infrastruktur über Ihr Grundstück laufen, digitale Vermessungen vorzunehmen, wo sich diese Infrastruktur befindet, dann haben Sie die richtige Grundlage. Denn sollte zum Beispiel ein Kanalisationsrohr bei Ihnen verlaufen, müssen Sie in Abhängigkeit von der Gemeinde 3 oder 4 Meter von demselben entfernt sein. Und das ist sehr wichtig. Andererseits kann es passieren, wir hatten die Situation mit Wasser, dass das Wasserwerk die Vorgabe gemacht hat, dass sie 3 Meter... von der Hauptleitung entfernt sein müssen. Die Gemeinde hatte veraltete Informationen, eine Entfernung von 4 Metern. Wir mussten dann wieder darauf warten, bis das in Einklang gebracht wurde. Also mit der Infrastruktur hatten wir die Fälle, dass sie über das Grundstück verläuft und nicht in der Eigentumsurkunde vermerkt ist. Wenn Sie nicht nachfragen, wird Ihnen das niemand sagen. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ja, zumindest vorerst ist das alles, was ich Ihnen sagen kann. Aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung meiner Kunden, ich hoffe, es gibt keine weiteren Fallen und dieses Video nützt Ihnen. Falls Sie Bauland erwerben möchten oder jemanden kennen, der über einen Kauf nachdenkt, schicken Sie ihm dieses Video. Ich denke, Sie werden ihm eine Freude machen. Denn der Kauf eines Baulands ist teuer dafür, dass Sie dann keine Anschlüsse haben oder nicht bauen können. Das war's von mir. Ich gehe meine Kinder abholen. Viele Grüße von Aljoscha von Maris.